Einen wundervollen guten Morgen, digitale Tomatenmann. Herzlich willkommen zur Tomatenshow 251. Und das ist nämlich auch die allererste Tomatenshow aus Leonberg. Leonberg bei Stuttgart, hier wohnt nämlich mein Papa und Anni, seine Frau. Und hier bin ich jetzt für ein paar Tage nachweihnachtlich zu Besuch. Schön, 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 schön. Gestern waren wir abends mit der Runde von meinem Papa, war nur eine kleine Runde. Wir waren nur 6 Leute, waren wir ein bisschen Fußball spielen. Das heißt ein bisschen, war richtig intensiv. 1,5 Stunden rauf und runter, 3 gegen 3. Und jetzt bin ich so platt. Ich habe den übelsten Muskelkater in den Beinen. Ich kenne das schon gar nicht mehr. Früher einfach 3-mal die Woche Fußball mindestens. Und jetzt bin ich einfach gar nichts mehr gewöhnt. Muss mich heute ein bisschen schonen. Aber krass, aber es war richtig schön. Mein bester Kumpel von früher war noch mit, Michi, mit dem bin ich damals zur Schule gegangen. Ich habe ja auch 2 Jahre hier gewohnt, in der zweiten und dritten Klasse, glaube ich. Und den habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen, das war richtig herrlich. Aber war auf jeden Fall voll ungewohnt, gestern nicht zu vloggen. Gestern war der erste vlogfreie Tag nach über 2 Monaten, glaube ich, oder sowas. Aber dafür gab es ja gestern das 250er Special. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe es mir gestern Abend vorm Schlafengehen auch nochmal komplett die halbe Stunde angeguckt. Ich finde, es ist sehr, sehr schön geworden und ein schöner Reminder an das ganze Jahr. Und ja, wenn ihr es nicht kennt, ist es hier eingeblendet, guckt es euch auf jeden Fall gerne an. Heute haben wir Tomatenshow 251 und starten, würde ich sagen, so richtig, richtig, richtig durch und nehmen Fahrt auf bis zur 300. Und was ja das allerbeste ist, wir haben hier einfach mal ein kleines Schwimmbad. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, dann raste ich halb aus. So schön. Es ist so, 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 so schön. Hier ist hell. Ihr seht noch gar nichts, ihr seht noch gar nichts. Hey. Das sieht besser aus. Es gibt nichts am frühen Morgen als einfach sonnenfelle Erfrischung. Oh, nicht hier wohnen sogar, ey. Du musst den ganzen Tag nur baden, glaube ich. Großartig, großartig. Jetzt gibt es erstmal die täglichen Pillen hier. Und zwar, ich nehme so Probiotika zur Verbesserung der Darmflora, das ist, glaube ich, eine gute Sache, das teste ich nämlich gerade mal aus. Und natürlich Vitamin B12, damit ihr so wisst, was ich so alles so nehme. Und das ist aber eigentlich alles und sonst nehme ich nur Obst und Gemüse und gesunde Dinge und natürlich Wasser. Work Mode on. Irgendwie ist das skurril hier, der fette Sonnenschein. Neben mir steht noch der Tannenbaum, aber es strahlt einfach so die Sonne. Es ist einfach so herrlich. Kurze Arbeitspause, jetzt gibt es Frühstück. Vitamix ist natürlich am Start. Aber das Geile ist ja so, normalerweise so, die beiden, gut, die ernähren sich auch schon gesund, trinken auch immer morgens ihre Smoothies und so, aber als ich ankomme, wollen wir gleich erstmal einkaufen. So sieht jetzt hier die Küche aus. Nice, Nanas. Hier ganz viel Obst und Gemüse. Der Kühlschrank ist auch einfach voll mit allen möglichen Geilen. Das brauche ich nämlich genau jetzt, gutes Spinach. Giant Bowl. Hier ist, ich habe keine kleinere Schüssel gefunden, die aber trotzdem noch groß genug ist. Deswegen habe ich jetzt hier so einen riesigen Pot. Oh man. Und dazu, oh, wir haben einfach den geilsten Shit überhaupt. Ich habe hier noch so ein kleines Tütchen leckerste Medjool-Datteln. Aber was ja einfach mal das Lustigste überhaupt ist, war, so früher war meine Family halt schon immer so, ja, gesund ernähren und es gab keine Cola bei uns und kein irgendwelche Gummitierchen und sowas alles, sondern nee, immer schön alles clean und so weiter. Und jetzt hat sich das Ganze halt so ein bisschen umgedreht, dadurch, dass ich halt jetzt so ultra gesund unterwegs bin.
Und dann halt immer so, hey, wollt ihr grünen Smoothie und hier wollen wir das machen und so weiter. Und das ist irgendwie echt lustig zu sehen. Aber jetzt, die machen da super mit. Ich habe ihnen vor 2 Jahren zu Weihnachten einen kleinen Personal Blender geschenkt und machen jetzt damit auch immer morgens ihre grünen Smoothies. Und was das Allerlustigste ist, Anni kam gerade zu mir und meinte so, ja, wir brauchen jetzt auch langsam mal einen neuen Mixer. Der Kleine gibt schon ein bisschen den Geist auf, so, ob ich ihr da mal die Tage ein paar Tipps geben kann. So. Und das Lustigste ist, ich schenke ihnen zu Weihnachten einen Mixer. Das gibt's dann heute Abend gibt's noch Weihnachtsessen bei Oma und ein bisschen Geschenke. Ich liebe es, wenn Dinge funktionieren. Und passend zu dieser Köstlichkeit gucke ich ein bisschen YouTube-Videos. Und zwar, ich habe nämlich einen neuen Channel entdeckt, der ausgesprochen geil ist. Okay, das sieht jetzt richtig grausig aus, weil mein Screen so dreckig ist. Okay, es wird einfach nicht besser. Ich drehe einfach die Kamera lieber wieder. Und zwar Justin Escalona, der macht auch Daily Vlogs, könnte man nicht sagen. Er hat einige Tage, wo er jetzt mal keins online geht, aber er macht auf jeden Fall sehr regelmäßig und sehr, sehr kurze und vor allem sehr, 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 sehr schön geschnittene Videos. Also da kann ich mir noch das eine oder andere von abgucken. Gefällt mir gut. Ich gucke da jetzt gerade mal so ein bisschen rein. Ich verlinke euch den Channel hier, wenn ihr auf der Suche nach coolen Vloggern seid. Der Typ ist, glaube ich, 19 oder sowas, studiert gerade und zeigt auch so ein bisschen seinen Uni-Alltag und was er so macht und wie sie so Filme drehen und I like. Alright, ihr Lieben, erster Content-Part nach dem neuen Meilenstein, Tomatenschutz 251. Jetzt starten wir natürlich wieder voll durch in Sachen Content. Thema für heute, ich möchte euch eigentlich mal einen Einblick geben, warum ich diese Daily Vlogs mache. Denn ich glaube, darüber habe ich bisher noch nicht wirklich gesprochen. Ich habe es gestern ganz kurz in dem 250er-Special angerissen, aber ich möchte da nochmal reingehen. Und zwar, was eigentlich mein Ziel ist mit diesen Vlogs. Mein Ziel ist es nicht irgendwie, keine Ahnung, mich irgendwie zu zeigen, hey, guckt, wie cool mein Leben ist oder irgendwie Leuten Unterhaltung bieten, ein Stück weit auch Unterhaltung bieten, aber das Wichtigste, was ich eigentlich machen will und mein Ziel hinter dem Ganzen und was mich auch täglich wieder motiviert, täglich weiterzumachen und täglich Output zu leisten, ist, wenn ich das die nächsten Jahre mache und dann in 2, 3, 4 Jahren habe ich eigentlich den kompletten Werdegang von jetzt bis dahin dokumentiert. Und ich glaube, dass wir Menschen am besten lernen können, wenn wir einfach uns an Vorbildern orientieren, die erfolgreich das gemacht haben, was wir machen wollten. Und dann versuchen, einfach mal nachzumachen. Und wenn ich jetzt erfolgreich bin und dann schreibe ich ein Buch darüber oder sowas, dann kann derjenige natürlich einiges daraus lernen, aber nicht so. Also ich finde immer, man hat nicht so einen ganz direkten Draht, weil man nicht weiß, was hat derjenige letztendlich gemacht. Da steckt dann zwar viel drin, aber die beste Art und Weise aus meiner Sicht, um das weiterzugeben, wie man es letztendlich einfach schafft, ist, indem ich täglich das filme, was ich mache. Denn wenn dann in 2019 oder sowas jemand sagt, oh, ich will auch ein Online-Business aufbauen, ich will mit meiner Leidenschaft erfolgreich werden, dann hat er so viel Material. Gut, es dauert wahrscheinlich auch erstmal ein paar Jahre, das alles zu konsumieren. Aber selbst wenn man immer mal nur so reinspringt und quasi sieht, denn Erfolg ist kein Zufall, sondern Erfolg ist einfach das Ergebnis von Dingen, die man macht, die man tagtäglich macht. Und wenn ich einfach tagtäglich zeige, was ich mache, dann kann jemand einen ultra detaillierten Einblick von dem bekommen, wie ich das letztendlich geschafft habe und kann sich Dinge rauspicken. Natürlich gilt nicht immer alles für jeden. Ich biete eigentlich nur so ein Buffet an und wer will, kann sich dies und das und jenes rauspicken. Aber man bekommt einen sehr, sehr detaillierten Einblick und kann deswegen eigentlich sehr, sehr genau sagen, okay, woran lag es denn? Wie macht man das denn jetzt konkret? Und indem ich täglich zeige, nicht nur irgendwie einen täglichen Content-Part und einfach Input raus, sondern täglich zeige, mit welchen Leuten ich mich umgebe, welche Bücher ich lese, beziehungsweise welche Hörbücher ich höre, welche YouTuber ich verfolge, wie ich mich ernähre, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der von vielen unterschätzt wird. So, wir können nicht erfolgreich werden, wenn wir uns von McDonald's und Fastfood den ganzen Tag ernähren. All diese Punkte, wo ich bin, wie ich reise, wie ich lebe und so weiter und so fort, worüber ich denke, welche Struggles ich auch habe, bei welchen Dingen ich selber Schwierigkeiten habe, all das dokumentiere ich quasi in diesen Videos. Und mein Ziel ist es damit, so eine Bauanleitung zu liefern, wie man es letztendlich schafft, mit seiner Leidenschaft erfolgreich zu werden. Und deswegen filme ich das täglich. Und da sagen manche vielleicht, ja, aber das ist doch jetzt, es ist doch nicht besonders wichtig. Da zeigt er jetzt schon zum 500. Mal seinen grünen Smoothie. Aber ich weiß halt einfach,
dass das ein wichtiger Teil meines Tages ist. Wenn ich den morgendlichen grünen Smoothie nicht hätte und stattdessen Currywurst mit Pommes essen würde, dann wäre ich nicht in der Lage zu all diesen Dingen, die ich im Laufe des Tages mache. Und deswegen zeige ich das, weil ich das sehr, sehr wichtig finde und weil ich weiß, dass wenn jemand später die Videos entdeckt und da einsteigt und sich die anguckt, und er immer wieder sieht, dass der Robert seine grünen Smoothies trinkt, dann färbt das einfach ab und denkt, ah, können wir vielleicht auch ein bisschen gesünder ernähren und nicht mehr morgens irgendwie Wurstbrot mit Marmelade essen und sowas. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und eigentlich am liebsten, wenn ich jetzt in meine Zeit zurückgehen könnte, dann hätte ich schon angefangen mit den Daily Vlogs vor 3 Jahren oder sowas, als ich noch studiert habe, als ich noch irgendwie einen normalen Job hatte. Denn das wäre noch viel spannender gewesen, wenn ich diese Zeit auch schon dokumentiert hätte. Von Beginn an, also wäre richtig geil gewesen. Leider bin ich auf die Idee erst Anfang des Jahres gekommen, inspiriert von Casey Neistat. Der hat mit seinem Vlog auch erst Anfang des Jahres angefangen und dann 3 Wochen später bin ich auch mit eingestiegen. Wenn ich nochmal zurückgehen könnte, hätte ich da auch da angefangen. Ich glaube, das wäre auch super interessant, wie man das quasi Stück für Stück schafft, aus so einem 0815-Leben sich Stück für Stück das aufbauen, was man eigentlich letztendlich will. Und das ist auch eine Chance für euch. Wenn ihr jetzt sagt, so, ich stecke noch mitten im Hamsterrad, ich weiß eigentlich nicht so, was ich will, wenn ihr jetzt einen Vlog startet und dann über die nächsten Jahre euch fett was aufbaut, dann habt ihr die Gelegenheit, das zu schaffen, was ich niemals mehr machen kann, weil ich damals noch nicht damit angefangen habe. Und das wäre ultra interessant. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja, mein Alltag jetzt ist ja noch nicht so spannend, das ist okay. Ihr erweitert eure Skills, ihr entwickelt euch weiter und es wird immer, immer besser. Und außerdem gebt ihr halt einen detaillierten Einblick in euer Leben, in das, was das letztendlich alles ausmacht und wie man Stück für Stück sich daraus arbeitet. Wäre, glaube ich, ultra spannend. Also das vielleicht als kleine Idee. Und ja, deswegen mache ich diese Videos, um wirklich detailliert alles zu dokumentieren, was ich mache, mit wem ich mich umgebe, wie ich einfach lebe, weil ich weiß, dass das eine starke Anleitung sein kann für jemanden, der in Zukunft die Videos entdeckt und das genauso machen will. Und dieses Vloggen als Medium der Dokumentation, das gibt es jetzt erst seit ein paar Jahren so wirklich. Und stellt euch mal vor, wenn es das schon immer gegeben hätte und wir die Möglichkeit hätten, wie viel wir lernen könnten, wenn wir die Möglichkeit hätten, die Daily Vlogs anzuschauen von Mahatma Gandhi oder John Rockefeller oder irgendwelchen Leuten der Geschichte, die einfach Bedeutendes auf die Beine gestellt haben. Wie krass wäre das bitte? Wie krass wäre das bitte? Und genau diese Gelegenheit haben wir jetzt. Es wird in 10, in 20, in 30 Jahren wird es Menschen geben, die ultra erfolgreich sind, die so ein Leben leben, genau das, was sie wollen und die jetzt heute noch, wie du und ich, völlig normale Menschen sind und die jetzt anfangen zu vloggen und dann in ein paar Jahren kann man deren kompletten Werdegang verfolgen. Boah, da bin ich richtig gespannt drauf. Denn ich glaube, dass das nochmal ein echter Gamechanger sein wird, denn wenn ich nämlich konkret sehe, was derjenige den ganzen Tag gemacht hat, um das zu erreichen, was er jetzt erreicht hat, dann bekomme ich nochmal einen viel besseren Einblick und kann einfach mal sagen, okay, ich mache das mal nach und dann erreiche ich das Gleiche. Und aus diesem Grund, Green Smoothie Part 2. Also Leute, esst euer Obst und Gemüse und trinkt eure Smoothies. Es hilft euch enorm. Ich werde euch es jeden Tag zeigen, bis ihr auch damit anfangen. Könnt ihr sicher sein. Hey, es ist einfach mal das herrlichste Wetter der Welt und ich sitze hier drin, bin am Arbeiten. Ich muss jetzt mal eine ganz kurze Sonnenbreak einlegen. Geh mal kurz hier auf die Terrasse rauf. Es ist überschön. Oh, und hier ist die Aussicht. Das hinter mir ist Großstadt Leonberg. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Hier habe ich meine Zeit lang gewohnt. Krass. Ich würde jetzt zwar nicht unbedingt sagen, dass das mein Zuhause ist, aber nur ein Stück weit schon. Doch, eigentlich schon ein Stück weit. Auf jeden Fall ist es äußerst herrlich. Nice, wir haben es jetzt kurz nach 14 Uhr. Ich habe gerade das Video online gestellt, das von gestern, ihr kennt das natürlich schon. Business 1x1 wurde umbenannt, ab jetzt heißt der Channel Robert Gladitz. Wenn ihr das noch nicht wisst, guckt auf jeden Fall das Video von gestern. Das ist auch ein kompletter Jahresrückblick meines zweiten Jahres jetzt hier auf YouTube. Halbe Stunde lang, für mich eines meiner geilsten Videos auf jeden Fall, das ich bisher gemacht habe. Und das habe ich auch komplett alleine gemacht. Und die Resonanz sind einfach voll gut. Richtig, richtig viele Kommentare schon. Hier, das Video ist noch nicht lange offen. Hier schon voll das schöne, schöne, schöne Feedback. Und ich bin echt geflasht, wie simpel und wie einfach jetzt dieser komplette Prozess war. Ich habe den YouTube-Channel umbenannt. Das ist
das ist in 0, nichts gemacht. Ich habe die Facebook-Seite umbenannt, da haben die auch gesagt, die prüfen das 7 Tage lang. Letztendlich hat es, glaube ich, 5 Minuten gedauert. Dann war die Umbenennung gemacht, dann habe ich die URL von der Facebook-Seite umbenannt. Vorher war ja facebook.com/dasbusiness1x1. facebook.com/business1x1 und jetzt ist es facebook.com/robertgladitz. Und ich musste vorher noch, diese URL hatte nämlich vorher mein privates Profil, wo ich halt Robert Gladitz heiße, und das habe ich erst das changen müssen, in robert.gladitz, und damit die frei wird und damit ich die jetzt für die Facebook-Page nehmen konnte. Das ging auch super smooth. Dann habe ich hier noch die neuen Titelbilder reingehauen. Das hat Olli mir gebaut. Das ist so schön geworden. Ich bin echt begeistert. Hat Olli ganze Arbeit geleistet. Sehr, sehr nice geworden. Und hier haben wir natürlich das neue Intro für das YouTube-Video. Aber das ist nicht das, was ich euch zeigen sollte, sondern hier steht schon der neue Name. YouTube haben wir natürlich auch den neuen Header. Ja, und das ging jetzt recht easy. Den ganzen kurzen Mittag und dann bumm, war das alles fertig. Und das Einzige, was ich halt nicht machen kann, und das ist ein bisschen ärgerlich, aber dagegen kann ich einfach nichts machen, ich kann nicht die YouTube-URL umbenennen. Also meine YouTube-URL war ja vorher youtube.com/dasbusiness1x1 und YouTube-URLs kann man generell nicht ändern. Und damit muss ich jetzt halt einfach leben, so. Aber, ja, ist halt einfach so. Man sieht eh generell, das ist nämlich super witzig, ihr müsst mal auf richtig große YouTuber ihren Kanal gucken und dann euch mal die URL angucken, und super viele haben als URL einen anderen Namen als jetzt aktuell, weil sie auch mit einem anderen Kanalnamen gestartet sind und dann im Laufe der Zeit das umbenannt haben, und da haben Leute echt teilweise sehr, sehr witzige Dinge. Boah, ihr Lieben, ich bin gerade richtig, richtig geflasht. Ich habe ja vor einigen Tagen, ich glaube vorgestern, habe ich einen Shoutout gemacht für Dennis' Kanal. Dennis hat den Channel Green Boo, und ich habe nämlich mit ihm im Sommer gewettet, dass er bis Ende des Jahres, ich habe gesagt, er erreicht bis Ende des Jahres locker 2000 Abonnenten, weil er so steile Videos macht, und Dennis so, ich weiß nicht genau, so schnell entwickelt sich nicht, und durch diesen Part, den ich im vorgestrigen Video eingebaut habe, ein kleines Facebook-Video habe ich dazu auch extra noch gemacht, haben wir schon fast 100 neue Abos auf Dennis' Channel, hat jetzt 1800 geknackt, und heute ist der 29, bei euch ist der 30, nur ein einziger Tag. Also Leute, gebt nochmal alles, jeder, der Dennis' Channel noch nicht abonniert hat, ich verlinke euch den hier an dieser Stelle. Geht mal rauf. Ich kann euch versprechen, dass da im Jahr 2016 richtig viel kommen wird. Es gehört auf jeden Fall zu den wenigen deutschsprachigen YouTubern, von denen ich wirklich jedes Video gucke und die ich richtig, richtig fleißig verfolge. Also gebt Dennis mal eine Chance, checkt den Channel aus, abonniert ihn und lasst euch mal flashen, was in der nächsten Zeit da für Videos kommen. Wenn die ganze Tomaten-Crowd da einmal einmarschiert, Leute, dann schaffen wir das auf jeden Fall, die 2000 zu knacken. Wäre richtig fett. Nicht nur, weil ich dann die Wette gewinnen würde, sondern auch natürlich, weil das einfach super steil für Dennis wäre. Also Leute, helft mit. Und gemeinsam schaffen wir das. Da fällt mir ein, wäre vielleicht auch sinnvoll zu erklären für die Leute, die den nicht kennen, worum es eigentlich geht. Dennis' Kanal heißt Green Boo, veganer Sportsgeist. Es geht um vegane Ernährung, es geht um Sport und es geht auch um nachhaltige und faire Mode. Und Dennis macht einfach schöne Rezeptvideos. Aktuell macht er jeden Sonntag, haut ein Video raus, auch sehr, sehr schön, sehr, sehr hochwertig produziert. Hier teilweise Rezeptvideos, dann hier hat er so ein Lookbook gemacht. Mixer-Test, auch wieder hier so ein bisschen Fashion, dann hat er, das ist übrigens sehr, sehr witzig, dieses Video, Hausmittel gegen Halsschmerzen, sei stark und weine. Also, guck mal da rum, da sind viele, hier hat er 2 Videos mit Sophia gemacht, die sind auch richtig, richtig schön, und ja, da gibt es eine Menge. Kleinen Spaziergang gerade wieder rein, das ist echt richtig schön gewesen. Jetzt sind wir gerade hier so ein bisschen durch die Leonberger Berge gebergt, und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir für die Zukunft wieder mehr rausnehmen will. Zwischendurch einfach mal im Laufe des Tages kurz Pause, einfach raus, kurz 5 Minuten irgendwie irgendwo lang spazieren, das ist, dann hat man hinterher gleich wieder, ist voll refreshed so vom Kopf her, und es hat nicht diese ganze Zeit dieses Gefühl, oh, ich gammel hier nur in der Wohnung, und das war gut. Jetzt wird ein bisschen in die Tasten gehauen. Hallo! Hallo, Leslie! Na? Wie geht's? Gut, euch auch? Ja, danke. So, wir sind jetzt bei Oma. Weihnachtsessen für mich Teil 3.
Joker to the thief. There's too much confusion, and I can't get no relief. Ja, wer soll denn das alles lesen, Berti? Wir haben es gemacht. Wir sind Pia und Lennart. Ach, guck doch. Kohlköppe. Radieschen. Ach, schön. Guck mal, jeder Monat hat einen unterschiedlichen Stil. Müsste man weiterblättern. Sieht gut aus. Boah, Februar. Ach, schön. Endlich was für die Küche. Ja, die müssen wir doch haben. Ich hab schon gedacht, Papa schenkt. Alright, ihr Lieben, was geht ab? Wir haben es jetzt viel zu spät. Ja, kann man das erkennen? Fokus doch schon um Feierabend. Ich sag's euch einfach, 2.17 Uhr. Alle sind schon am Schlafen, ich habe gerade noch das Video fertig geschnitten, mache jetzt noch die Szene ran, gehe ich pennen, ich bin gut müde, war aber so ein schöner Family-Tag. Ah, oh, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und was das allerwitzigste ist, ihr Lieben, ich habe auch ein Rätsel bekommen. Diese Rätsellust scheint also in der Familie zu liegen, hat mein Papa gemacht und ich habe es letztendlich gerätselt, ich habe es rausgekriegt. Beziehungsweise zwei ganz kleine Tipps habe ich bekommen und ich dachte mir, dadurch, dass ich das Rätsel ja nicht gefilmt habe, gebe ich euch die Möglichkeit, das Rätsel auch zu lösen. Und wenn ihr es schafft, oder beziehungsweise, ich blende euch erstmal hier dieses Rätsel ein. So sieht die ganze Geschichte aus. Und wer von euch als allererstes mir unten rein in die Kommentare unter diesem Video den richtigen Lösungssatz schreibt und mir sozusagen verrät, was ich eigentlich jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, der bekommt ein Ticket für die Tomatenshow 300 geschenkt. Das ist mein kleiner Anreiz für euch, kleine Rätselfreunde. Also, der allererste, der mir die richtige Lösung reinschreibt unten, bekommt ein Ticket, wird Mitte, Ende Februar auf jeden Fall steigen, wird überfett, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und damit ihr hinterher nicht sagt, oh, ich konnte das Ding nicht erkennen, hier nochmal ganz langsam. So, ich fahre euch jetzt das Rätsel hier nochmal ganz langsam, Stück für Stück, ab. So, das ist die zweite Reihe. Und das ist die letzte Reihe. Hier nochmal alles zusammen und komplett. Ich bin auf jeden Fall herzlich gespannt, ob es irgendjemand rauskriegt. Lasst mir einen Kommentar da. Und wir sehen uns morgen wieder, ihr Lieben. Lasst mir auf jeden Fall auch noch einen Kommentar da. Und zwar von welcher Person, die irgendwann entweder jetzt heutzutage oder in der Vergangenheit gelebt hat, würdet ihr gerne einen Daily Vlog sehen? Wen würdet ihr so richtig gerne verfolgen? Was würde euch so richtig weiterbringen? An wem wärt ihr herzlich interessiert? Lasst mir mal einen Kommentar da, ich bin gespannt. Bis morgen, ihr Lieben. Ciao.